I'm your crew on that stormy sea. Oh, don't crawl in that hole, but try to crawl out. See who you are and what you are to me. What you are to me. Ich habe ja schon ein bisschen von mir erzählt. Also ich bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig und habe in den letzten 10 Jahren größtenteils in Asien gelebt, aber auch immer wieder in Deutschland. Und habe in dieser Selbstständigkeit viel ausprobiert, also vom Onlinehandel über Bücherschreiben bis hin zu, ich hatte mal eine Zeit lang eine Übersetzungs- und Marketingagentur. Also das war so ganz, ganz wildes Ausprobieren. Und was ich im Moment mache, ist einmal der Citizen Circle. Das ist eine Online-Community für Selbstständige, die immer digitale Geschäftsmodelle verfolgen. Das macht mir total Spaß. Also das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, Menschen zu vernetzen, ja, Gleichgesinnte zusammenzubringen. Wir machen ganz viele Vor-Ort-Veranstaltungen und jetzt in den letzten Monaten natürlich auch vermehrt online. Und auf Wireless Live, das ist so mein kreativer Spielplatz, da tobe ich mich aus, wenn es ums Schreiben geht. Und ja, letztes Jahr habe ich ein Buch geschrieben, das nennt sich 12 neue Leben. Und das Buch habe ich geschrieben über mein Jahr 2018. 2018 habe ich jeden Monat einen Selbstversuch unternommen, also 12 Selbstversuche, und bin dabei in ganz unterschiedliche Lebensmodelle geschlüpft. Und genau davon darf ich euch heute erzählen. Und ich hoffe, ich kann euch am frühen Morgen ein bisschen unterhalten und vielleicht auch ein, zwei Impulse für euren Alltag mitgeben. So, jetzt versuche ich mal, meinen Bildschirm zu teilen. Ich habe eine kleine Präsentation mit ein paar Bildern mitgebracht. Und Insecure, das Thema passt für mich auch so gut, weil ich da so gerne drüber rede. Weil ich glaube, also im 21. Jahrhundert, unsere Welt, die ist einfach sehr unsicher, sehr umständlich. Und ein ganz großer Skill ist es einfach, diese Unsicherheit auszuhalten. Also sowohl die Unsicherheit da draußen, aber auch diese innere Unsicherheit, die wir mal mehr und mal weniger in uns spüren. Und ich habe überlegt, wie ich jetzt anfange. Und ich möchte euch mal eine kurze Geschichte erzählen, weil das gerade so aktuell ist. Ja, weil ich gerade gestern mit meiner Oma zusammensaß. Die ist letztes Jahr 80 Jahre alt geworden. Und ich habe ihr zum Geburtstag geschenkt, ein Buch über ihr Leben zu schreiben. Also eine kleine Autobiografie. Und das war also ein guter Tipp für alle von euch, die noch Großeltern haben oder vielleicht auch Eltern, die im letzten Lebensabschnitt sind. Es war total schön. Ich habe meiner Oma dann beigebracht, wie WhatsApp-Videotelefonie funktioniert. Und wir haben dann einmal im Monat ein Interview geführt und haben uns Jahrzehnt für Jahrzehnt durch ihr Leben gekämpft. Und ich habe ganz viel Neues über sie gelernt. Also wahnsinnig schön. Und gestern sind wir gerade durch den ersten Entwurf von dem Buch gegangen. Und sie hat mir erzählt, sie ist 1939 geboren, ist in den Krieg hineingeboren worden, im Osten von Deutschland, in eine Stadt, die ganz stark zerbombt wurde. Sie waren dann auf der Flucht. Also wahnsinnig viel Unsicherheit, viel Hunger. Ihr Vater war in der NSDAP, also es war ein Nazi, und hat deshalb auch keine Anstellung mehr gefunden. Und sie wurden wirklich auch verfolgt von der Sowjetbesatzung im Osten. Konnten dann irgendwann wieder zurück in ihre Wohnung. Und dann kam dieses neue sozialistische System, wo sie dann Lehrerin geworden ist. Und dann kam die Wende und alles hat sich wieder verändert. Vor 10 Jahren ist ihr Mann gestorben. Also es gab diese ganz großen Umbrüche in ihrem Leben. Und ich dachte mir mal, also kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ja, weil so viele Dinge einfach passiert sind, auf die sie null Einfluss hatte. Ja, kein Geld der Welt und keine Versicherung hätte sie davor schützen können. Und zwei Dinge, die mir dabei so bewusst werden. Einmal, wie gut es uns eigentlich heute geht. Ja, dass ich, also die meisten von uns haben keine Ahnung, was Krieg ist, wie sich das anfühlt. Die meisten von uns müssen nicht hungern oder überlegen, wo sie morgen schlafen. Ich glaube, es ist immer gut, sich mal bewusst zu machen, all den Problemen, die wir heute haben, wie dankbar wir eigentlich sein können für Privilegien. Weil mich lernen, dass wir ganz wenig Einfluss haben auf Dinge, die passieren. Ja, das sehen wir jetzt natürlich auch wieder an Corona. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir nicht kontrollieren können. Ganz viele Dinge, die Unsicherheit in unser Leben bringen. Und wenn ich so da über die Herausforderungen nachdenke, die meine Großeltern hatten, dann sind das natürlich ganz andere Herausforderungen, als wir heute haben. Also heute müssen wir nicht mehr die Angst haben, wie körperlichen Schmerz zu erfahren oder haben. Aber
wir leben natürlich heute in einer Welt, wo wir tausende Möglichkeiten haben. Und ich merke bei mir, dass diese ständige Angst präsent, immer irgendwas zu verpassen, eine falsche Entscheidung zu treffen und ja, irgendeine von diesen tausend Möglichkeiten nicht wahrzunehmen. Und irgendjemand hat mal diesen Begriff geprägt von der VUCA-Welt, diese Welt, in der wir leben im 21. Jahrhundert, die wahnsinnig volatil ist, also sich ständig verändert, was natürlich sehr viel Unsicherheit mit sich bringt. Die wahnsinnig komplex ist, ja, auch wieder an Corona sehen wir, wie schnell sich so ein Virus verbreitet, weil wir einfach so vernetzt sind auf der Welt. Wir sehen die Finanz- und Wirtschaftsmärkte, wie stark die zusammenhängen und merken, wenn irgendwas in China passiert, dann betrifft uns das auch. Also wir sind nicht mehr so unabhängig voneinander, wie das wahrscheinlich noch vor 100 Jahren der Fall war. Und ganz viele Dinge sind mehrdeutig. Und ich finde, das sieht man vor allem in den Medien, ja, wie viel Interpretationsspielraum dort immer ist für die Dinge, die so auf der Welt passieren. Für mich bedeutet das, also diese Unsicherheit ist da. Ja, die können wir nicht vermeiden, die können wir nicht kontrollieren, der können wir nicht aus dem Weg gehen. Also wir können uns zu Hause einsperren, aber ich glaube, das will keiner von uns. Also diese Unsicherheit ist da und es geht eigentlich darum, mit dieser Unsicherheit zu leben und die zu better done than perfect. Ja, genau. Und ich glaube, das gehört ja auch zum Menschsein dazu, ne? Einfach sich Herausforderungen zu suchen und an diesen Herausforderungen zu wachsen, auch mal hinzufallen, wieder aufzustehen. Und das bringt natürlich immer, wenn wir etwas Neues machen, wenn wir etwas zum ersten Mal machen, bringt das natürlich wahnsinnig viel Unsicherheit mit sich. Und das ist immer eine Frage des Blickwinkels. Ich kann das als etwas Positives sehen, an dem ich wachsen darf, oder ich kann mich davor verstecken und dann mit dieser Angst leben. Und jetzt kommt der große Bogen zu meinen Experimenten, die ich in 2018 gemacht habe. Ich habe mich, wie gesagt, jeden Monat auf ein ganz neues Lebensmodell eingelassen. Etwas, das total unbekannt für mich war. Und das hat mich so, also das hat mich natürlich nachhaltig total geprägt, weil ich mich mit ganz neuen Menschen beschäftigt habe, an ganz neuen Orten war, ganz neue Gewohnheiten ausprobiert habe und meine eigenen Routinen und Denkweisen dadurch immer wieder hinterfragen musste. Also dieses ganze Jahr, da war so viel Unsicherheit in meinem Kopf. Und zwar nicht die Unsicherheit davor, dass mir etwas körperlich passiert, sondern einfach diese mentale Unsicherheit, die eigentlich viel, viel schlimmer ist. Ja, diese mentale Angst vor Ablehnung, vor Ausgrenzung, davor von anderen kritisiert zu werden oder beurteilt zu werden. Und ich möchte euch jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf mitnehmen durch mein Jahr 2018, durch diese 12 Experimente. Und gar nicht so tief einsteigen in die einzelnen Experimente, sondern würde mich freuen, wenn wir danach einfach noch ein bisschen diskutieren können. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die sehr, sehr gerne in den Chat. Wie ging das Ganze los? Ich schreibe einen Blog auf Wireless Life und da habe ich relativ viele Leser. Und mir kam dann die Idee in 2017, gemeinsam mit meinen Lesern zu entscheiden, welche Selbstversuche soll ich denn machen in 2018. Und dann kamen ein paar Ideen hatte ich selber und dann kamen ganz viele Vorschläge von meinen Lesern und ich habe dann abstimmen lassen, sodass ich dann in 2018 immer das Experiment im nächsten Monat durchgeführt hatte, was die meisten Stimmen bekamen. Das führte dann dazu, dass mein Jahr 2018 so aussah. Jeden Monat ein komplett anderes Experiment. Also es ging um Privatsphäre, es ging um Ernährung, es ging um Fitness, es ging um Umweltthemen, es ging um sehr philosophische, religiöse Themen. Also einmal so quer durch alle Lebensbereiche. Und im Januar ging es los, war ich der Anonyme und habe versucht, einen Monat lang keine Datenspuren zu hinterlassen. Und das war gleich, also das beschäftigt mich immer noch sehr. Gerade wir haben zum Auftakt über die Corona-App gesprochen. Und da gehen bei mir immer gleich geht gleich die Warnleuchte an. Ich denke, diese ganzen Daten, die da gesammelt werden, jemand kann mich immer tracken und wer weiß, wofür diese Daten in der Zukunft verwendet werden. Und in dem Januar habe ich es tatsächlich geschafft, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen, wirklich keine Daten zu hinterlassen. Das heißt, anonym im Internet unterwegs zu sein. Das heißt, keine Kreditkarten zu verwenden, keinen Reisepass. Deshalb sitze ich hier auch auf einem Motorroller, weil ich nicht fliegen konnte und hatte viele spannende Erlebnisse in der Offline-Welt. Ja, so war mal weniger auf WhatsApp und Facebook, sondern habe wirklich wieder an die Türen geklopft von Freunden. Also sehr oldschool und total spannend. Im Februar dann ganz anders.
Da war ich der Frutaria. Ich weiß nicht, wer von euch Frutaria kennt oder sich damit schon beschäftigt hat. Das ist noch so eine Stufe schärfer als Rohkost. Also Frutaria essen nur das, was die Natur quasi freigibt. Sie gehen davon, dass sie keine Seele haben, sondern auch Früchte. Dann essen sie nur Obst, was, ich sag's mal, übertrieben von den Bäumen gefallen ist, also was reif ist. Das war mega spannend, weil ich bin jetzt 37 Jahre alt, aber ich habe in meinem Leben wenig Gedanken über meine Ernährung gemacht. Und da war auf einmal alles anders und ich habe das am Anfang war es anstrengend. Ich habe gemerkt, wie mein Körper richtig entsäuert. Er hat diesen ganzen Zucker nicht mehr, dieses ganze Fett, dieses ganze Fastfood, kein Kaffee mehr. Und das war eine mega spannende Erfahrung. Ich habe sehr viel Gewicht verloren in dem Monat, aber ich habe einfach gemerkt, ich bekomme einen viel, viel besseren Zugang zu meinem Körper. Ja, ich merke viel besser, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt, deutlich besser geschlafen. Und auch heute, 2 Jahre später, verzichte ich zum Beispiel auf mein Frühstück und esse einfach nur Obst. Und ich merke so, das sind so kleine Veränderungen, die mir einfach sehr, sehr gut tun. Also total spannend, mich mal so extrem mit meiner Ernährung zu beschäftigen. Der März, das war eines der schönsten Experimente, da war ich dann zurück in Berlin und durfte jeden Tag eine gute Tat verbringen. Und ich habe teilweise Geld gespendet. Peter, das ist sehr schön, dass du immer so untermalst mit Sprüchen, das ist sehr passend. Danke dir. Teilweise gespendet, aber auch ganz viel vor Ort gewesen. Hier zum Beispiel auf dem Foto kleinen Kindern vorgelesen. Ich war bei der Essensausgabe in der Bahnhofsmission. Ich war im Krankenhaus bei älteren Leuten im Tierheim. Total toll zu sehen, wie viele Freiwillige es gibt, die sich engagieren. Total schön, mich mal mit Personengruppen zu beschäftigen, zum Beispiel Flüchtlinge. Ja. Damals war das Flüchtlingsthema so groß in Deutschland, bei euch sicher auch. Und mich wirklich mal persönlich mit einem Flüchtling zu beschäftigen. Ich hatte so eine Patenschaft mit einem jungen syrischen Mädchen. Und das war alles so anders, als ich das in den Medien vorher gelesen habe. Ja, und auch zu realisieren, dass Obdachlose sind, ja, dass es nicht den Obdachlosen gibt, sondern dass dahinter ganz viele tragische, aber auch spannende Geschichten stecken. So, und im April, ja, das war eher so ein Marketing-Gag, aber ich habe gesagt, ich will versuchen, in 30 Tagen ein Sixpack zu bekommen. Und ich bin relativ fit, aber ich war noch nie mehr im Studio und hatte auch noch nie ein Sixpack. Mittlerweile ist ja auch schon lange wieder verschwunden, der Sixpack, aber damals habe ich es tatsächlich geschafft, mit Hilfe von einem Personal Trainer und einem Ernährungsberater den Sixpack zu bekommen. Und ich habe wirklich jeden Tag 1 bis 2 Trainingseinheiten gemacht und habe aber auch gemerkt, dass tut meinem Körper gut, meine Haltung gut, das hatte viele positive Effekte, aber dieser Kraftsport an sich, der war mir dann den Schmerz und die Zeit nicht wert. Das war auch total schön und passt auch so gut in unsere Zeit. Ich war auf Korsika in einem Bergdorf und die haben so eine kleine Gemeinschaft vor Ort und die waren wirklich komplett abgekapselt von der Zivilisation. Also denen hätte Corona nicht viel angetan. Die haben sich 95% selbst versorgt, haben wirklich, also was mich so fasziniert hat, war dieses ganz langsame Tempo, ganz anders als in den Großstädten, wo man immer so schnell unterwegs ist und gestresst und diesen Druck hat. Sie haben sich einfach angepasst an das Tageslicht, an das Wetter und haben immer so viel gemacht, wie gerade ging und wie sie Lust hatten. Es war ein ganz, ganz tolles Miteinander. Und ich hatte, weiß noch, als ich dorthin gefahren bin nach Korsika, dachte ich mir, oh, ob dieser Verzicht auf diese ganzen Annehmlichkeiten, auf das Internet, auf das Essen, und so weiter, ob das nicht vielleicht zu krass ist. Aber ich muss sagen, in der Zeit, als ich da war, hat es mir wirklich an nichts gefehlt. Und ich habe mich so richtig schön in Balance gefühlt mit der Natur, mit diesem langsamen Leben. So, der Naturist. Dann bin ich aus Korsika nach Frankreich gefahren, an die Atlantikküste in Frankreich und war in einem, hier im Osten sagt man FKK-Camp, also in einem Nudisten-Camp. Total schön, das war im Grunde einfach Urlaub. Und es hat 2, 3 Tage gedauert, bis ich so meinen eigenen Charme abgelegt habe und bis mich das Nacktsein nicht mehr gestört hat. Und dann war auch da, das war so ein ganz, ganz schönes Miteinander, weil man sich nicht mehr, ich glaube, das kennen wir auch alle, ob wir das wollen oder nicht. Wir gehen irgendwo in eine Bar oder in einen Raum rein und wir sehen, was haben die anderen Leute an und wie bewerten wir dann unterbewusst. Ne? Wir haben unsere Vorurteile, auch wenn wir das nicht wollen. Und das ging dann natürlich nicht in diesem Camp. Deshalb sind wir uns so,
also mit ganz großer Offenheit begegnet und sich einfach nicht so stark bewerten konnte anhand von Äußerlichkeiten. Also auch eine total schöne Erfahrung, so einfach freizügig in der Natur zu leben, einen Monat lang. Ja, und von Frankreich ging es dann weiter. Habe ich einen schönen Roadtrip gemacht durch Spanien bis an die portugiesische Küste. Da habe dann in Portugal einen Monat lang meinen Müll gesammelt, also sämtlichen Müll, den ich selbst verursache. Und in Deutschland ist das so, dass wir im Durchschnitt 50 Kilogramm pro Mensch pro Monat verursachen. Ich glaube, die Schweiz liegt noch ein bisschen hinter Deutschland, also ein bisschen weniger, aber auch nicht deutlich. Und ja, ich habe natürlich versucht, viel Mehrwegverpackung zu benutzen. Keine To-Go-Becher, keine Plastikschalen und so weiter. Hatte immer meine Wasserflasche und hier mein, also der begleitet mich seit 2 Jahren hier, mein Teebecher, der immer dabei ist, der schon so viel Müll vermeidet. Und habe dann der Müll, der unvermeidlich war, habe ich dann in mein kleines Beutelchen gepackt und habe den mit rumgetragen. Und das Schöne daran war, dass ich immer gemerkt habe, auch wenn das nur 1-2 Kilo waren, aber ich hatte dieses Gewicht auf meinem Rücken. Und nach 1-2 Stunden tun auch 1-2 Kilogramm ziemlich weh. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich etwas kaufe mit Verpackung, dann hat das Konsequenzen für mich. Und ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer Zeit, dass wir diese Konsequenzen verlagern. Wir verursachen den Müll und der geht dann nach China und dann landet in einer Verbrennungsanlage oder im Meer. Aber wir bekommen nicht mit, was damit passiert. Und ich wurde einfach immer daran erinnert, weil ich diesen eigenen Müll, diese Konsequenzen auf dem Rücken tragen musste. Also sehr schöne Metapher auch für andere Lebensbereiche. Und das immer, wenn mich Leute fragen, so was war der anstrengendste Monat, genauso wie der schönste Monat, dann sage ich immer, das war genau dieser Monat. Im August war ich einen Monat lang in Schweden, habe dort in einer Hütte gelebt, die komplett isoliert war, also der nächste Nachbar war 5 Kilometer weiter weg. Es gab dort kein Internet, kein Telefon. Mein Auto vollgeladen mit Lebensmitteln und einen Monat lang wirklich mit keinem anderen Menschen gesprochen. Und das war für mich eine mega Herausforderung, weil ich schon ein sehr sozialer Mensch bin und eigentlich nie so richtig alleine war. Und ganz selten mal lange. Dann in Schweden hatte ich zum ersten Mal so richtige Langeweile. Und dann kommen natürlich nach einer Weile auch, also da kommen einfach Gedanken hoch, Gedanken an nicht abgeschlossene Beziehungen oder Dinge, die ich in meinem Leben bereue. Gedanken, die sich einfach Raum schaffen, wenn man so lange allein ist. Und dann ist keiner da, mit dem man darüber reden kann. Und dieses alleine mit diesen ganzen quälenden Gedanken klarzukommen, das war ganz schön hart, aber auch sehr befreiend. Also es war bis zum Ende eine emotionale Achterbahnfahrt. Und ich hab zu schätzen gelernt, wie schön das ist, Zeit mit mir allein zu verbringen. Und das ist auch etwas, was ich mir beibehalten habe. Immer mal wieder, 1-2 Mal im Monat, seine Tafel mit allein zu sein und dem Kopf einfach mal Raum zu geben und ihn mal abzuschotten von diesen ganzen Eindrücken und Impulsen, die wir so jeden Tag verarbeiten müssen. Also wahnsinnig spannend. Und wenn ich euch ein kleines Experiment ans Herz legen kann, dann wäre es das, vielleicht nicht gleich ein ganzer Monat, aber mal so ein paar Tage wirklich rauszugehen in die Natur und mal so richtig isoliert zu sein, ohne Handy, ohne Kontakt. Und mal zu schauen, was ich da so Platz machen will im Kopf. Das war spannend. Der Schlaflose. Es gibt Menschen, die verfolgen einen polyphasischen Schlaf. Das heißt, sie schlafen nicht einmal 8 Stunden in der Nacht, sondern die verteilen den Schlaf auf mehrere kürzere Zeiten am Tag. Und die krasseste Ausprägung davon nennt sich Übermann. Und das bedeutet, dass man alle 4 Stunden 20 Minuten schläft. Also insgesamt 2 Stunden am Tag. Und ja, das habe ich einen Monat lang durchgezogen. Ganz viele Aufs und Abs. In der ersten Woche krasser Schlafentzug. Und irgendwann hat sich der Körper aber tatsächlich daran gewöhnt, an diese Zeiten. Ich habe mich dann immer zu festen Zeiten, 12, 16, 20 Uhr hingelegt und bin dann tatsächlich sofort eingeschlafen. Und habe diesen Schlaf auch als ziemlich erholsam empfunden. Die Theorie dahinter ist einfach, dass wir normalerweise in der Nacht Schlafzyklen haben von 90 Minuten. Also es geht dann von der Einschlafphase über den Leichtschlaf, in den
Tiefschlaf zur Traumphase und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und wenn der Körper aber weiß, er hat nur 20 Minuten, dann überspringt er anscheinend die Leichtschlafphase und die Tiefschlafphase und er geht direkt in diese Traumschlafphase, die vor allem für den Kopf am erholendsten ist. Also der Körper versucht dann das Beste aus dem Schlaf zu machen. Und das war ein spannendes Experiment, aber auch überhaupt nichts langfristig machen würde, weil es auch einfach so unsozial war, weil ich nicht länger als 3 Stunden am Stück rausgehen konnte. Aber trotzdem eine sehr spannende Erfahrung, zu sehen, zu was der Körper so in der Lage ist, wenn er dann muss. Das war wunderschön. Hier war ich in Italien dann als Pilger unterwegs und bin den Franziskusweg langgelaufen von Florenz nach Rom. Das waren 550 Kilometer. Ich habe 1 Monat lang Zeit genommen, also es war ziemlich entspannt und bin durch die Berge von Umbrien gelaufen. Wunderschöne Natur, ganz allein. Also ich habe am Tag vielleicht 1, 2 andere Pilger getroffen, ganz anders als auf dem Jakobsweg. Und ja, ich habe das einfach nur genossen, jeden Tag laufen zu dürfen, 5, 6 Stunden mit mir allein in der Natur zu sein. Also auch eine ganz tolle Erfahrung für alle Wanderfreunde unter euch. Der Franziskusweg in Italien ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. So, und bei der Pilgerreise habe ich mich natürlich, hatte ich auch viel Zeit, mich mit meinen Gedanken zu beschäftigen. Und Pilgerreisen haben ja auch schon mal einen sehr spirituellen, religiösen Touch. Und im November habe ich dann versucht, nicht mich selber nach dem Sinn des Lebens zu fragen, sondern rauszugehen und andere Menschen zu befragen, was sie dann für den Sinn des Lebens halten. Und ich habe mich mit Religiösen unterhalten, also mit Pfarrern, mit Imamen, mit Rabbis. Ich habe mich mit Buddhisten unterhalten, aber auch mit Wissenschaftlern, mit Psychologen, mit Therapeuten, mit einer ganz tollen Professorin in Innsbruck, die dort Sinnforschung beschreibt. Aber ich habe mich auch mit ganz normalen Leuten unterhalten, mit meinem Friseur, mit meinem Bäcker und mit, immer wenn es sich ergeben hat, gefragt, was ist denn der Sinn des Lebens für euch? Und die Antworten, also die Worte waren sehr, sehr unterschiedlich, aber dann im Kern waren es doch immer wieder die gleichen Antworten. Es ging immer eigentlich so um 3 Themen. Das, was die Katholiken sagen, liebe dich selbst, liebe deine Nächsten, liebe Gott. Dieses Thema Selbsterkenntnis, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier, was macht mich aus, was sind meine Stärken und Potenziale. Dann das Thema Gemeinschaft, die Gemeinschaft, in der ich lebe, welche Rolle spiele ich in der Gemeinschaft, was kann ich beitragen. Und dann dieses Transzendente, dieses Übersinnliche, was ich nicht erklären kann. Dieses Vertrauen darin, dass das alles irgendwie Sinn macht hier, dass wir nicht zufällig auf der Welt sind. Diese 3 großen Themen, die haben sich eigentlich bei allen wiedergespiegelt, auch wenn die Worte ganz unterschiedlich waren. Also auch schön, diese Verbindung zu sehen zwischen Religion und Wissenschaft, die ansonsten mal ja doch sehr starke Konflikte haben. So, und das war der Dezember, das Ende meines Jahres. Und das war der komplette Gegensatz zum Auftakt. Im Januar habe ich ja versucht, anonym unterwegs zu sein, keine Daten zu hinterlassen. Und im Dezember habe ich dann alles gemessen, was irgendwie messbar ist in meinem Leben. Und es gibt eine Bewegung, die nennt sich Self-Tracking. Und das sind Menschen, die einmal quantitativ, also durch Zahlen, versuchen, ihr Leben zu beschreiben. Die messen ihren Schlaf, ihre Schritte, die messen alles, was sie essen, also Kalorien, Produktivität am Computer, alles, was irgendwie messbar ist, GPS-Daten, aber auch qualitativ, das heißt, sie schreiben dann ein Journal, sie fotografieren ihr Essen und dann versuchen sie zu reflektieren und zu interpretieren, macht mich diese eine Sache jetzt produktiver, fühle ich mich besser, wenn ich um die oder die Zeit esse oder schlafen gehe. Also sehr, sehr rational, sehr datenbasiert, also versuchen das Leben zu vermessen und dadurch ja, so eine gewisse Selbsterkenntnis zu gewinnen. Für mich, ich muss sagen, ich bin schon nicht ganz vorurteilsfrei in diesem Monat gegangen, dass ich mich so viel mit dem Thema Datenschutz auseinandergesetzt habe und auch gemerkt, wenn ich anfange, mein Leben in Zahlen auszudrücken, dann geht mir auch dieses Gefühl verloren, dieses Gefühl dafür, was ich gerade brauche oder nicht brauche, das, was unser Körper ja nicht ganz automatisch weiß. Und in dem Moment, wo ich mich dann auf Apps und Software verlasse, hatte ich das Gefühl, ja, dass mein Körper, dass diese Sinne immer schwächer werden. So, und das war mein Jahr. Und ich habe noch einen kleinen Spruch für euch mitgebracht. Das ist einer meiner Kindheitshelden, Pippi Langstrumpf. Ich weiß gar nicht, ob ihr die in der Schweiz kennt, Pippi Longstocking.
Und das habe ich mir so ein bisschen versucht zum Motto zu machen in den letzten Jahren. Und das ist auch nochmal ein guter Abschluss zum Thema Unsicherheit. Wie ich angesagt gesagt habe, immer wenn wir etwas zum ersten Mal machen, dann bringt das natürlich Unsicherheit mit sich. Aber immer wenn diese Unsicherheit kommt, dann ist das natürlich auch ein total gutes Zeichen dafür, dass gerade irgendwas Wichtiges passiert, dass es andere Leute interessiert, dass es uns selber interessiert, weil wir dann etwas kreieren und nicht wiederholen. Und ich glaube, schon deshalb ist es schon ein guter Grund dafür, diese Unsicherheit zu umarmen und sich immer mal wieder darauf einzulassen, immer mal wieder seinen Ängsten und Sorgen zu begegnen, neue Dinge auszuprobieren. So, und zum Abschluss natürlich nochmal der Hinweis auf mein Buch, was ich dann ein Jahr nach den Experimenten geschrieben habe. Das war so eine richtig schöne Selbsttherapie für mich, weil in dem Jahr natürlich so viel passiert ist, dass mein Kopf gar nicht mehr hinterhergekommen ist. Und ich habe dann letztes Jahr meine ganzen Tagebucheinträge durchgelesen und mich immer noch mal hineinversetzt in jeden einzelnen Monat und das alles aufgeschrieben. Und ja, ich habe versucht, das sehr unterhaltsam zu schreiben, aber auch immer wieder so meine kleinen Erkenntnisse und Aha-Momente, die ich hatte, dort mit einzubringen. Und wenn ihr Lust habt auf ein paar Impulse für euren Alltag, dann schaut einfach mal rein auf 12neueleben.de. Damit sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und freue mich total auf Fragen und auf eine Diskussion mit euch. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Ich möchte jetzt einfach alles hier fallen lassen und irgendwie verschwinden. Keine Ahnung. Super. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Ich finde es wirklich Wahnsinn. Jetzt haben wir hier schon ein paar Fragen. Also Sophie fragt, was hast du dir von dem Experiment versprochen und ist das eingetroffen, was du dir vorgestellt hast? Es gab zwei Hauptmotivationen, warum ich das gemacht habe. Und die erste ist ganz banal. Also ich habe so in den letzten Jahren meine Leidenschaft für das Schreiben entdeckt und ich wollte gern etwas schreiben in die Richtung. Ich dachte, bevor ich was zu erzählen habe, muss ich was erleben. Und deshalb diese Idee mit den Experimenten. Und dann war ich aber auch 2017 an einem Punkt in meinem Leben, wo also eine langjährige Beziehung war vorbei, da war ganz viel Herzschmerz und sowieso Umbruch da. Aber ich war auch irgendwie so in meiner Selbstständigkeit, also ich habe es mir gemütlich gemacht. Ja, da ist gar nicht mehr so viel Neues passiert, auch wenn ich ständig rumgereist bin und das von außen alles sehr aufregend aussah. Aber diese Neugier auf neue Dinge, die hat ganz schön nachgelassen bei mir. Und deshalb wollte ich einfach mal komplett vorurteilsfrei ganz andere Menschen kennenlernen, ganz andere Lebensmodelle ausprobieren. Weil ich gemerkt habe, immer wenn ich mir so auf Facebook und Instagram angucke, diese ganzen Posts und Diskussionen, die sind immer so oberflächlich und schnelllebig und wie haben wir dann, wir diskutieren alle mit, aber haben eigentlich gar nicht so richtig eine Ahnung von diesen einzelnen Themen. Und deshalb wollte ich mal tief reingehen in so einzelne gesellschaftliche Themen, aber auch Lebensmodelle. Also das war die große Motivation dahinter. Und um die Frage zu beantworten, ich bin da mit keiner konkreten Erwartung reingegangen, sondern einfach mit ganz viel Neugier. Und ja, merke, das wirkt immer noch nach. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, was so diese eine Schlüsselerkenntnis war, sondern da sind ganz, ganz viele kleine Sachen passiert in meinem Kopf. Mhm. Valerie fragt, welches dieser 12 Leben würdest du für immer weiterleben wollen? Ui, das hat noch nie jemand gefragt. Schöne Frage. Für immer weiterleben. Nee, ich glaube, keins erleben. Also es gab aus jedem Monat, ich habe so 10 neue Dinge ausprobiert und 1 bis 2 habe ich mir beibehalten. Aber so jedes einzelne Experiment, das war mir zu extrem, also waren zu extreme Lebensmodelle. Ich glaube, was ich mir am ehesten vorstellen kann in ein paar Jahren, ist in so einer autarken Gemeinschaft zu leben. Das fand ich echt, also es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Da fühle ich mich jetzt noch nicht bereit zu, weil ich auch total gern in Städten bin und auch diese Eindrücke bekomme von anderen Menschen. Dieses Alleinsein, also das hat mich total geprägt. Einfach allein in der Natur Zeit zu verbringen. Nicht nonstop, aber immer mal wieder. Also am ehesten dieses autarke Leben in einer Community. Okay. Caro fragte, welcher Monat war die größte Herausforderung und wenn du eine Challenge
jemandem empfehlen müsstest, welche wäre das? Ja, also das ist total einfach. Das war wirklich dieser Monat in Schweden, in der sozialen Isolation. Also das war, ich hatte in den anderen Monaten, war die Herausforderung immer so körperlicher Natur. Also da brauchte ich ganz viel Disziplin, um durchzuhalten. In dem Fitnessmonat oder mit dem Frutaria, auch mit dem Anonymen. Also es war körperlich sehr, sehr anstrengend. Das war es im August in Schweden überhaupt nicht, aber das war so eine krasse mentale Herausforderung. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal 24 Stunden alleine war, so richtig alleine, ohne Pizza zu bestellen, ohne zu telefonieren mit Freunden, ohne Kontakt zu haben. Also ich hatte das vorher noch nie in meinem Leben und deshalb hat mich das so überwältigt, einfach auch diese Anerkennung oder den Zuspruch oder das Feedback von außen zu bekommen, ne, so alles mit sich allein auszumachen. Das war, also kann man sich gar nicht vorstellen. Irgendwann war mir das auch, ja, ich habe irgendwann aufgehört zu duschen und auch das Kochen, das war alles so, weil ich mir dachte, wen interessiert es? Ja, ich bin hier eh allein, mich nicht mehr rasiert und ja, das war so eine große Gleichgültigkeit, die auch seine positiven Seiten hatte. Also total, total spannend, was da so passiert ist. Ja, und das würde ich auch jedem empfehlen, mal, also ein Wochenende irgendwo, ihr habt ja wunderschöne Natur und schon die Berge, eine Hütte zu mieten und nichts, kein Buch mitzunehmen, kein Handy, sondern sich einfach mal auf die Terrasse zu setzen und 3 Tage lang in den Himmel zu starren. Und irgendwann passiert da so viel im Kopf. Ich glaube, im Alltag hat unser Kopf überhaupt nicht die Zeit, die Gedanken, die so tief sitzen, die wirklich wichtig sind, die zu verarbeiten und mal hochzuholen, weil wir immer wieder neue Eindrücke raufschütten. Ja, deshalb absolute Empfehlung. Wow, klingt toll. Hast du irgendwann, bist du an den Zeitpunkt gekommen oder hast du das erlebt, dass du abbrechen wolltest? Gab es da so Momente, wo du gesagt hast, nein, ich kann nicht mehr? Die gab es. Das Schöne war, also das waren immer nur 30 Tage und jeder Monat war eigentlich gleich. So die erste Woche war immer mega aufregend, da ist was Neues und das macht Spaß, da kann man was lernen. Woche 2 und 3 habe ich mich dann so langsam eingelebt in diesem neuen Lebensmodell. Die 4. Woche war meist so, oh, hoffentlich ist es bald vorbei. Aber dann 30 Tage mit so einer neuen Gewohnheit, ich glaube, das hält man immer gut durch. Ja, also es ist absehbar, dass das bald ein Ende hat. Und ernsthaft überlegt habe ich in Schweden, also stand mein Auto die ganze Zeit vor der Tür. Da habe ich wirklich zur Hälfte des Monats überlegt, nach Hause zu fahren. Aber ansonsten, nee, weil ich immer wusste, nach 30 Tagen ist vorbei, ging das ganz gut mit dem Durchhalten. Okay. Kathy fragt, muss ich was erleben? Wie viel Stress haben diese Challenges mit sich gebracht? Finde ich total gute Frage, Kathy. Vielen Dank, die ich mir auch selber total oft stelle, weil ich merke, ich habe auch immer so Phasen, da will ich überhaupt nichts erleben. Ja? Da will ich auch keinen neuen Input. Da will ich einfach mal in Ruhe einen schönen, langweiligen Alltag haben. Überhaupt nichts Neues haben. Und dann gibt es wieder Phasen, da bin ich irgendwie total hungrig nach neuem Input. Ja, da höre ich ganz viel Podcasts, lese Bücher, gehe auf Konferenzen, treffe mich mit Menschen. Und ich merke bei mir, das wechselt immer. Also sind immer so Phasen von Inspiration. Ich brauche irgendwie neues Futter. Und dann Phasen der Reflexion, wo ich das alles verarbeite und damit was mache, vielleicht auch etwas Neues kreiere. Und für mich ist dieser Wechsel total schön, ja. Deshalb, es gibt Phasen, in denen will ich total gerne was erleben und dann will ich es auch verarbeiten. Und natürlich mit der Dichte in dieser kurzen Zeit in 2018 war das mega stressig. Weil ich gemerkt habe, klar, der Kopf, der kommt überhaupt nicht hinterher. Gemerkt, ich war dann irgendwie in Italien pilgern, aber mein Kopf, der hängt noch irgendwie in Schweden fest und das geht alles viel zu schnell. Also da haben einfach diese Phasen der Reflexion gefehlt, ja. Okay. Ja, und Roswitha will wissen, ja, und jetzt, wo suchst du dir jetzt deine neuen Herausforderungen? If at all. Doch, ich habe noch ganz viele Ideen. Also das war für mich eine total schöne Übung, um einfach diese Neugier zu trainieren. Und wieder, also diese kindliche Neugier, die, glaube ich, ganz viele von uns oder ich vor allem verloren hatte. Ja, so irgendwann, also ich merke bei mir, irgendwann dachte ich, okay, ich weiß jetzt, wie die Welt funktioniert, ich habe jetzt alles schon erlebt und gesehen, ich muss jetzt nichts mehr Neues ausprobieren und das ist total traurig und durch diese Experimente bin ich einfach wieder total neugierig geworden, neugierig auf andere Menschen und Dinge und Experimente und deshalb habe ich auch total große Lust, in Zukunft weiter auszuprobieren, nicht mehr so öffentlich und nicht mehr so schnell, also wie gesagt, das war sehr extrem,
könnte zum Beispiel, wenn Corona das zulässt, mal einen Monat auf einem Containerschiff fahren von Europa nach Südamerika. Das ist etwas, was ich schon lange im Kopf habe. Wow. Arthur fragt, ist ein Monat lang genug, um eine profunde Wirkung auf die Persönlichkeit und Selbstwahrnehmung zu bewirken? Auch eine total gute Frage. Man sagt immer, also so Gewohnheitsforscher, ne, die sagen, so eine neue Gewohnheit bildet sich nach 30 bis 60 Tagen, je nachdem, welche Quelle man so liest. Also ich glaube, um zu merken, was tut meinem Leben gut, welche alten Gewohnheiten will ich ablegen, welche neuen will ich annehmen, ich glaube, dafür sind 30 Tage eine total gute Zeit. Weil nach 30 Tagen merke ich dann, okay, fühlt sich das an wie Zwang? Ist das eine Qual? Ist das viel zu anstrengend? Oder kommt das dann irgendwie so von innen und ich behalte das bei, ohne dass es sehr anstrengend ist? Also für neue Routinen finde ich super, um jetzt wirklich ein total tiefes Verständnis von zum Beispiel Selbstversorgern zu entwickeln oder mich mit einer Religion zu beschäftigen. Dafür ist ein Monat natürlich viel zu kurz. Also da konnte ich natürlich nur an der Oberfläche kratzen. Aber zumindest habe ich dann gemerkt, welche Themen mich sehr beschäftigen. Und das ist vor allem, wie ich schon gesagt habe, dieses Thema Privatsphäre, Datensicherheit und auch dieses Müllproblem, was wir auf der Welt haben. Das sind so Dinge, wo ich dann gemerkt habe, ja, die sind mir total wichtig und da will ich mir weiter Gedanken zu machen. Also es war ein Sprungbrett, um dann ein bisschen tiefer einzusteigen. Ja. Okay. Sarah möchte wissen, welcher Ort ist für dich zu Hause? Ich habe lange in Shanghai gelebt, habe dann auch in Singapur und in Thailand so feste Wohnungen gehabt, aber war schon immer sehr viel unterwegs. Und das war am Anfang, das war total aufregend. Also es war so der Gegensatz zu meiner Kindheit, zu meinem jungen Erwachsenenalter. Also es war einfach so das andere Extrem, mal richtig rauszugehen, Dinge zu erleben, kein festes Zuhause zu haben, ohne festen Besitz zu leben, ohne diese ganzen materiellen Dinge, mit denen ich so aufgewachsen bin. Und letztes Jahr hatte ich dann eine ganz große Sehnsucht nach einem Zuhause und bin nach Porto gezogen. Und Porto ist immer noch, also liegt mir ganz, ganz doll am Herzen. Und wollte jetzt eigentlich nur im Winter für 2 Monate nach Asien und dann kam Corona und dann saß ich da ein bisschen fest und dann war es auch schwer, nach Portugal zurückzugehen. Und deshalb bin ich jetzt noch nicht zurück, aber ja, ich merke diese Sehnsucht nach einem festen Ort. Die kommt immer wieder ganz stark, immer mal wieder so alle halbe Jahre. Was ich aber auch merke für mich, also dieses Zuhause hat immer weniger mit einem Haus zu tun oder mit einem ganz konkreten Ort, sondern es hat natürlich ganz viel mit den Menschen zu tun und auch so mit diesem innerlichen Ankommen. Ja, wenn ich innerlich dieses Getriebensein, diese Unruhe nicht mehr habe, dann fühle ich mich an ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt wohl. Danke. Und noch eine letzte Frage von Michelle. Würdest du sagen, dass du dich durch die permanente Konfrontation mit Neuem verändert hast? Bist du nun offener? Hast du weniger Angst vor Veränderung? Ja, also ein definitives Ja. Ein Beispiel dieses Vorurteile, ne? Ich bin so aufgewachsen, es wurde mal sehr, sehr viel pauschalisiert. Ja? Die Kapitalisten sind alle sind keine guten Menschen. Der Obdachlose ist ja selber schuld daran, dass er bettelt. Diese ganzen Vorurteile, die sich natürlich festgesetzt haben in meinem Kopf. Und das hat dazu geführt, dass ich dann einen bestimmten Menschen gesehen habe und ihn sofort bewertet habe und dann entweder mit ihm gesprochen habe oder nicht. Und als ich dann zum Beispiel mich mit Flüchtlingen, mit Obdachlosen, mit Schulkindern beschäftigt habe, gemerkt, wie unterschiedlich diese Menschen sind und wie traurig das ist, dass wir vor allem in den Zeitungen, dass wir das immer wieder so pauschalisieren und nicht schauen, was stecken dann da für Schicksale und für Geschichten hinter diesen Menschen. Also ich glaube, ich habe wirklich ganz, ganz viel an Offenheit gewonnen und gehe viel offener jetzt auf Menschen und auf neue Dinge zu. Also es ist ganz selten, ich mal sage, nee, das geht nicht und das kann doch nicht sein und nee, das ist doof, sondern ich versuche da echt offen zu sein. Und dann, ja, Angst vor Veränderung. Also kommen wir zu diesem Thema Unsicherheit. Für mich ist, mittlerweile sind Veränderungen, und das war vor 20 Jahren komplett anders. Also das sind so die Extreme. Ne? Ich bin so konservativ aufgewachsen, das war wirklich junge
du musst einen guten Abschluss machen, du brauchst einen guten Job, ein festes Einkommen. Und den Weg bin ich ja ganz lange eingeschlagen und dann bin ich ganz scharf abgebogen, ja, wie Bela zum Beispiel gezeigt, if nothing goes right, go left, also in komplett andere Richtung, hin in diese unsichere Welt, wo ich alles anders gemacht habe. Und jetzt hat Veränderung für mich einen ganz stark positiven Aspekt. Also Veränderung bringt immer ganz viel Neues mit sich. Das rüttelt so auf, das schließt immer eine Tür und öffnet wieder eine neue. Und deshalb begrüße ich das eigentlich sehr. Okay, danke. Du hast vorhin was gesagt von Sicherheit und finanzieller Sicherheit. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Frage nicht gekommen ist. Aber ich stelle es jetzt einfach mal. Wie hast du denn dieses ganze Jahr finanziert? Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig und habe mir dann auch Einkommensströme aufgebaut, also einmal mit Wireless Life, wo ich Bücher verkaufe und einmal mit dem Citizen Circle, wo unsere Mitglieder eine Monatsgebühr bezahlen und das Geld verdiene ich natürlich auch weiter, ohne dass ich direkt daran arbeite und ich habe auch eine ganz tolle Assistentin, die mich unterstützt hat in dem Jahr und habe aber auch, also ich war ja nicht in allen Monaten 24/7 mit dem Experiment beschäftigt, sondern habe auch immer noch weitergearbeitet, außer wenn ich jetzt zum Beispiel in Schweden war oder beim Pilgern ging es natürlich nicht. Aber in anderen Monaten, wie dem Fitnessmonat oder dem Monat als Rotarier, habe ich trotzdem ganz normal weitergearbeitet. Ja. Okay, super. Es ist schon fast 9 und es war super spannend, dir zuzuhören, Sebastian. Ich bin ganz sicher, wir sind alle inspiriert und nehmen ganz viel mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du auch bereit warst, bei Creative Mornings Zürich zu sprechen, weil ich habe dich nämlich geklaut. Ich war bei Creative Morning Freiburg zu Gast und habe dich gesehen und ich war so begeistert und habe mich so gefreut, als du zugesagt hast, auch für uns Schweizer zu sprechen. Und ich würde mir wünschen, dass du, wenn du in Zürich bist, dass wir uns treffen. Vielleicht kannst du auch mal an einen Creative Morning kommen. Es wäre ganz, ganz toll. Ja, wenn jemand Fragen hat an Sebastian, wir haben den Link auf deiner Webseite, man kann sich da bei dir melden, bin ich mir ganz sicher. Da kann man auch mehr erfahren über den Citizen Circle und eben über das Buch. Ich danke auch Anna Kenzig an dieser Stelle ganz herzlich für den musikalischen Wake-up-Call. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, war ja unser Insecure Experiment. Beda hat vorher klammheimlich die paar personalisierten, bedruckten Moleskine gebracht. Wir werden sie so schnell wie möglich zur Post bringen. Und ja, das Experiment ist geglückt. I'm very happy. Ich war doppelt und dreifach nervös heute Morgen. Ich danke meinem Team, Sophie, Kathy, Miriam, Pascal, Beda und ich hoffe ganz, ganz fest, dass wir uns am 10. Juli irgendwo hier in Zürich draußen treffen können. Ich bin noch am Planen und ihr werdet sobald wie möglich Thema-Speaker, Informationen etc. etc. zu diesem hoffentlich live Creative Mornings erhalten. Ja, habe ich was vergessen? Ich denke nicht. Sebastian, vielen herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Berlin in dein Kinderzimmer. I love it. Super.